Und dass vor allem bei Stars, die vor kurzem eine Weltmeisterschaft gespielt haben, einfach draußen auch bei unseren Mitarbeitern bekannt sind, begehrt sind. Und wenn man sie dann mal live sehen kann, umso schöner. Und das genießt nicht jedes Unternehmen. Nicht der BMW und nicht der Mercedes in dieser Form. Zur kleinen, aber feinen Offensive. Ja, das ist der eine, der auch schon über 140 Bundesliga-Tore erzielt hat. Ich glaube, auch der erfolgreichste ausländische Torschütze ist in der Bundesliga. Und der andere, der Neuzugang vom BVB Dortmund und der aktuelle Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga, Claudio Pizarro und Robert Lewandowski. Können wir durchziehen, wer gezählt hat, 20 haben wir, drei stehen noch da und das sind die drei, der eine ist der Kapitän des FC Bayern, die anderen beiden sind die stellvertretenden Kapitäne des FC Bayern, drum Ehre mit Ehre gebührt zum Schluss. Das sind unsere drei Weltmeister, das ist der Welterhüter des Jahres 2013, er ist aktuell auch Sportler des Jahres, Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. Mannschaft muss natürlich auch immer taktisch eingestellt werden und dazu braucht es natürlich auch eines kompetenten Trainerstabes und die darf ich natürlich auch hier auf das offizielle Foto, das kennen wir alle, mal alle kurz nach runter schauen und bei drei dann alle nach oben, sodass nämlich alle dann auch in die Kameras blicken und hier auch wirklich dann sehr zügig hier auch die Fotos dann entsprechend auch schießen. Also bitte einfach nach unten schauen, ich zähle dann bis drei und dann nach oben, dann haben sie alle ihr Foto da. Also. 1, 2, 3. Super. Zwei Weltmeister, die auf mich gehört haben. Wow, ich bin stolz auf euch. So, jetzt darf ich auch noch die Vorstände dazu bitten und auch begrüßen noch den Vorstand Marketing des FC Bayern, Andreas Jung. Bitte auch nochmal bitte zum Mannschaftsfoto. Audianerinnen, liebe Audianer, wir dürfen Sie sehr herzlich hier willkommen heißen im Motorsportzentrum in Neuburg. Wir freuen uns riesig, dass wir heute den FC Bayern wieder zu Gast haben. Für die Spieler nach dem gestrigen gewonnenen Match gegen den VfL Wolfsburg ist heute... ist heute im Prinzip ein kleines vorgezogenes Weihnachtsfest. Die dürfen hier heute ihre Autos abholen. Wir sind stolz darauf, dass die Jungs mit unseren Autos unterwegs sind. Und wir kriegen auch immer ein saugutes Feedback, dass sie wirklich tierisch zufrieden sind mit der Qualität und dem, was wir hier machen. Also ich wünsche euch gute Fahrt, keine Unfälle und wenig Punkte. Okay, danke. Thank you.
Ja, logisch. Thank you.